Christian Schwarzwald wurde von mir angefragt, Entrees zu schaffen, also die Eingänge, die Zugänge in das Thema Angst zu gestalten. Und das ist jetzt sein Beitrag. Er hat jetzt einfach diesen eigentlich schönen Stiegenhaus-Malerei gekippt. Die Ausstellung arbeitet einerseits mit isolierten Werken, andererseits aber auch mit Bilddialogen, Bildzusammenfügungen. Und das ist ein Effekt, der ganz verblüffend ist. Wir haben hier ein Beispiel, dass wir ein großes Leinwandbild vom Michael von Bank neben einer kleinen Zeichnung vom Oskar Tremor haben. Sind in der Dimension ganz unterschiedlich, sie sind in ihrer Technik ganz unterschiedlich, sie kommen aus unterschiedlichen Generationen. Der eine ist ganz jung, der andere ist schon verstorben, aber sie verbinden sich miteinander, die Werke reden miteinander. Wir haben hier in dieser Ausstellung versucht, dieses paradoxe Situation zu steigern mit diesen Vorhängen. Der eine Vorhang zeigt ein Detail aus dem Atelier von Michael von Bank, das immer noch existiert. Man kann auch schauen, was dahinter ist. So wie man eben halt hinter die Ängste schauen kann. Oder auch die Ängste, die man verdecken möchte, kann man hinter diesen Vorhang verbergen. Die Angst vor einer sozusagen kriegerischen Auseinandersetzung bringt Hunderttausende zum Unterschreiben von irgendwelchen Friedensaufrufen und Unterwerfungsfantasien. Da ist das dann eher kollektiv, was uns umtreibt. Das Wahlverhalten sozusagen der Bevölkerung spiegelt das auch relativ stark wider, diese Angstgesellschaft. Vor 50 Jahren hatten wir noch eine Aufstiegsfantasie, eine Aufstiegshoffnung, eine soziale Aufstiegsgemeinschaft geradezu. Und jetzt haben wir eine soziale Abstiegsangstgemeinschaft. Und das ist eher bedenklich. Und die Ausstellung versucht hier ein paar Strategien zu zeigen, wie man damit umgehen kann und sie wandeln kann in etwas Positives, in etwas Greifbares, etwas Bewältigbares. Das eine ist die kollektive Angst und das andere ist, wie geht man selber mit dem um? Die meisten Leute, die einen Migranten oder eine Migrantin kennenlernen, finden die ja total reizvoll und sympathisch. Also der individuelle Umgang ist ein ganz anderer als der kollektive. Es geht auf jeden Fall um die eigenen Ängste und die Schrecken des Krieges, so wie sie Goya dargestellt haben, dafür brauchen wir jetzt keine Künstler mehr, weil das machen ja die Medien. Die überfluten uns täglich mit Schreckensnachrichten. Und auch das Floß der Medusa werden wir nicht mehr brauchen, weil wir haben dafür das Fernsehen, das uns die sinkenden Schiffe auf dem Mittelmeer zeigen. Ja. Die Kunst, die wir heute haben und die produziert wird, ist vor allen Dingen im Raum. Sie entfaltet sich und in einem Ausstellungsraum und sie lädt uns ein, da reinzutauchen in diesen Raum. Also es ist durchaus immersiv.